bin Enya, ich mache die Lehre als Biologielaborantin an der Universität Zürich und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Von der Projektleiterin habe ich den Auftrag bekommen, die Pflanzen zu infiltrieren, aber die Pflanzen sind noch im Gewächshaus, deswegen kann ich die jetzt zuerst holen und bringe die ins Labor rauf. Im Labor oben haben wir schon vorbereitete Bakteriensuspensionen, wo man dann eigentlich mit so einer kleinen Spritze die Bakteriensuspension aufziehe, drehe das Blatt um und das Innenspritze ins Blattgewebe rein, damit das wirklich schön dort drin ist. Man nimmt das, um dann nachher im Zellgewebe Proteinreproduktion zu machen. Später kann man einen Teil des Blatt ausschneiden und dann nachher die Proteine dann weiterverarbeiten. Mir gefällt der Beruf, weil es einfach nicht so ein 0815-Beruf ist, wo man jeden Tag irgendwie an einem Schreibtisch hockt und immer das Gleiche macht. Der Beruf ist sehr vielfältig, weil man einfach sehr viel Verschiedenes lernt und auch macht im Labor. Beim Mikroskopieren untersuche ich Samen, wie sie fluoreszieren. Die Samen müssen ein gewisses Gen drin haben, was fluoresziert. Und anhand der Fluoreszenz, die man einschaltet und auf die Samen projizieren, kann man sehen, welche rot leuchtet und welche nicht. Und die rot leuchtet, sind fluoreszent, haben das Gen drin. Und die dunkel bleiben, also nicht leuchtet, die haben das Gen nicht drin. Ich habe nicht immer mit Pflanzen zu tun, sondern ich habe auch viel mit der DNA oder mit den Proteinen zu tun, die dann schon extrahiert sind aus den Pflanzen. Bei der DNA, was eigentlich meistens gemacht wird, ist ein PCR. Und dafür tut man zuerst einen PCR-Mix herstellen. Ein grosser Teil des Berufs ist, dass man pipettiert, weil wir halt nicht wie andere Fachrichtungen mit grossen Mengen arbeiten, sondern eher im Mikroliter- und Milliliter-Bereich und deswegen auch spezielle Pipetten haben, die für die Maßeinheiten passen. Die PCR-Tubes muss man dann nochmal runterzentrifugieren, dass wirklich alle Flüssigkeit unten am Boden ist vom Tube. Und schlussendlich tut man sie dann in die PCR-Maschine rein und lässt dort das gewünschte Programm, wo auch aufs Gen abgestimmt ist, lassen dann laufen. Was man einen grossen Teil in diesem Beruf macht, ist, man macht Auswertungen am Computer. Und bei der Auswertung ist eigentlich so, man schaut, ob man das Fragment hat, das man gerne möchte. Und wenn es so ist, dann kann man eigentlich so weiterarbeiten. Und wenn es nicht so ist, dann muss man nochmal neu angehen und nochmal neu schauen, was man verbessern kann, wie man das lösen kann. Also mir gefällt es extrem einfach, dass ich die Vielfältigkeit habe, also dass ich nicht jeden Tag das Gleiche machen muss, sondern immer verschiedene Versuche machen kann, wo ich auch jedes Mal wieder etwas Neues lerne und halt eben auch verschiedene Fachrichtungen aus der Biologie lerne, dort Methoden daraus lernen kann und das eigentlich mir nachher dann später weiterhilft, nach der Lehre, wenn ich noch weiter dann arbeite im Labor.